Letzte Woche lief in Fort Lauderdale das teuerste und größte Kreuzfahrtschiff der Welt vom Stapel, die Wonder of the Seas. Kreuzfahrten sind natürlich voll im Trend. Das Schiff bietet jetzt Apartments und Kabinen zum dauerhaften Wohnen an. Von 350.000 bis schlappen 7 Millionen Euro. Man kann sagen, Preise wie in der Münchner Innenstadt, aber mit mehr Blick, ob man will oder nicht. Eigentlich eine gute Idee. Und gar nicht mal so neu, denn viele Deutsche und auch Mirja glauben ja, Florian Silbereisen wohnt auf dem Traumschiff. Tut er nicht? Nee, mein Gott, wo ist eigentlich der Eisberg, wenn man ihn mal braucht? Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe Schiffe. Auf der Straße ignoriere ich ja grundsätzlich alle Menschen, aber sobald ich auf einem Boot stehe, winke ich jedem zu, wie eine zugekokste Disney-Prinzessin. Moment. Disney-Prinzessinnen sind zugekokst? Ja, natürlich. Schneewittchen, die sind lila, hallo? So habe ich das noch nicht gesehen. Ja. Lila. Also, aber diese Schiffe, das ist echt krass. Swimmingpools, Wellness-Centers, eigener Bauernhof. Ja? Auf dem Schiff gibt's also alles, damit man sich nicht so fühlt wie auf einem Schiff. Und dafür mehrere Millionen zahlen, ich weiß nicht. Also, mein Problem wäre aber die Nachbarn. Ja? Also, auf einem Schiff kannst du schwer deine Nachbarn ignorieren. Du hast jeden Tag dieselben Smalltalks. Ja, 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 das Wetter ist schön, Wetter ist gut. Also, wenn ich immer wieder dasselbe Gespräch hören will, dann kann ich auch Podcasts hören. Ja. Wir haben alle einen Podcast, reden alle immer nur wieder dasselbe. Aber auf dem Schiff kann man ja auch nicht wie in Berlin die ganze Zeit, weißt du, in der Wohnung bleiben. Ich muss ja was essen. Aber im Mittelmeer, habe ich jetzt gecheckt, ist der Mindestbestellwert bei Lieferando 5.000 Euro. Oh, für dann so ein Sushi. Ja, ja. Also ich war ja überrascht, dass man auf einem Schiff, auf einem Kreuzfahrtschiff leben kann. Ich dachte bisher, da geht man an Bord zum Sterben. Eigentlich ist das ganze Konzept ja eine real gewordene Kapitalismus-Metapher, Freunde. Ja? Ein System sorgt für die eigene Nachfrage, weil Kreuzfahrten sind ja ähnlich umweltfreundlich wie eine illegale Altreifenverbrennung im Wald. Gibt es eine legale Altreifenverbrennung? Ja, ich gebe dir nachher die Adresse. Okay. Auf jeden Fall. Damit befördern Kreuzfahrtschiffe den Klimawandel und damit den Anstieg des Meeresspiegels und bieten dann aber direkt ein Produkt an, wo auch der irgendwann abgesoffene Hamburger noch wohnen kann. Das ist clever. Ja? Und mal ehrlich, warum sollten Menschen für sowas so viel Geld zahlen? Letztlich ist so ein Riesenschiff da auch nur ein Plattenbau, der schwimmt. Aber das alles ist natürlich eine konsequente Entwicklung des Wohnungsmarktes. Erst gab es nichts mehr in den Innenstädten, also raus aufs Land. Und jetzt gibt es nichts mehr auf dem Land, also raus aufs Meer. Die nächste Option ist der Mars. Hm. Einfach nach oben. Als meine Tochter noch sehr klein war, haben wir eine Kreuzfahrt mit ihr gebucht ab Grönland. Dazu mussten wir von Frankfurt sind wir direkt nach Grönland geflogen. Also wir, meine Frau und das Kind, nur die Koffer, die mit den Pampers drin, die flogen nach Dänemark. Also bin ich dann in die ersten Tage jeden Tag das Schiff Deck rauf, Deck runter und habe jeden Passagier gefragt. Entschuldigen Sie, haben Sie Pampers dabei? Dieses Geflüster abends in der Bar, das war ziemlich nervend, sage ich euch. Setz dich bloß nicht auf den Hocker, auf dem der da gesessen hat. Fürchterlich. Fürchterlich. Wahnsinn. Richtig geil finde ich diesen Bauernhof auf dem Schiff. Weil da würde ich gerne mal eine Folge Bauer sucht Frau sehen, oder? So richtig schön mit Inka Bause im Kapitänskostüm. Ne? So wie sie, das ist Bauer Manfred. Sein Bauernhof liegt auf der Aida Luna. Manfred hat keine Schweine, Manfred hat mehr Schweine. Moment, geh noch weiter. Manfred hat keine Kühe, Manfred hat Seekühe. Manfred fährt auch keinen Mähdrescher, Manfred fährt Seedrescher. Und da freue ich mich ja schon auf die Bildunterschriften, wenn es dann so heißt, so die moppelige Meerjungfrau Marita mag Manfred. So, das wird toll. Das wird toll. Ja, schön. Demnächst hier bei RTL. In dem Prospekt der Reederei steht ja, dass das Schiff quasi wie eine kleine Stadt ist. Ja, aber warum heißt das Ding dann so großkotzig MB Narrative? Warum nicht Gütersloh? Ja, das wäre ehrlich. Aber ich überlege, mit meinen Kindern auf so ein Luxusschiff ziehen, auf keinen Fall, sagt meine Hausratversicherung. Nee, ich meine im Ernst, ständig fliegt irgendwas rum und einer kotzt, das habe ich auch zu Hause schon. Ne? Und wo sollen die Kinder sich denn auf hoher See austoben? Du kannst ja auch gar nicht mit denen raus. Außer du bindest sie an eine Schnur und lässt sie als Drachen steigen. Ja?
Ich meine, du kannst ja auch nicht vor die Tür stehen und sagen, aber um 6 Uhr seid ihr wieder zu Hause und schwimmt bitte nur bis zum Killerwal, verstanden? Ja? Also echt jetzt, wenn meine Kinder an Bord wären, sehen dieses Traumschiff innerhalb von 3 Stunden aus wie nach einem Paarungsversuch mit Moby Dick. Ja? Im Hafen würde man den Kapitän dann fragen, oh, Taifun? Nee, Familie Böß. Ja. Aber die Reederei könnte uns höchstens zum Buchen mal, wenn wir mal abdekorieren kommen sollten. Ja? Wenn nach Weihnachten die Deko runter muss, gebt einfach meinen Söhnen 2 Fußbälle. 10 Minuten später ist die Sache erledigt. Ja? Bei uns zu Hause machen die das auch. Das ist dann wie Torwandschießen, nur dass die Wände die Löcher erst danach haben. Also wohnen auf dem Kreuzfahrtschiff, das geht überhaupt gar nicht. Ja? Du musst die Kinder ja nicht mitnehmen. Ne? Ach so, dann geht's. Ne? Ja, dann ist ja was. Dann geht's.